Heute gibt's 9 Tipps für besseren Gitarrensound im Mix. Los geht's! Hallo, ich bin Martin. Falls du das erste Mal hier bist, auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Ich hoffe, ich überstehe dieses Video. Ich habe nämlich ziemlich Allergie heute. Schauen wir mal. Wenn es ums Gitarre abmischen geht, bekomme ich eine Frage am meisten gestellt und die ist, wie bekomme ich meine Gitarre größer oder breiter in den Mix? Und deswegen gehen die ersten 3 Tipps genau darum. Hören wir mal in dieses erste Beispiel hier rein. Also die Gitarre klingt ganz nett schon so, aber es fehlt ihr, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, ein bisschen an Ambience, ein bisschen an Räumlichkeit. Und der erste Tipp, wie du deine Gitarre größer machen kannst, ist schlicht und ergreifend, indem du einen kleinen Hall einsetzt auf die Gitarre. Ja? Ich suche mir hier mal einen Hall raus, das ist das RC48 von Native Instruments, du kannst auch eins von dir einfach nehmen. Ich nehme ein Glued Spring, Spring Reverb, passt gut zur Gitarre. Was ich jetzt mache, ist, dass ich dieses Hallgerät hier auf die kleinstmögliche oder fast die kleinstmögliche Einstellzeit hier einstelle und dass wir dann mal versuchen, wie weit wir hier kommen. Ich ziehe auch das runter, du siehst also, ich nehme nur 0,20, also 20 Millisekunden stelle ich hier nur ein, einen sehr, sehr kurzen Raumhall und dadurch bekommen wir schon Räumlichkeit in die Gitarre rein. Ich gehe hier auf Mix, ja, weil ich sie direkt einen Kanal zugeladen habe, jetzt das Plugin. Und dann schalten wir den mal zu und du wirst hören, dass wir die Gitarre jetzt schon ein ordentliches Stück größer kriegen. Der zweite Tipp, deine Gitarre größer oder breiter zu bekommen, ist der sogenannte Haas-Effekt. Der kommt nicht vom Osterhasen, sondern von einem Mann, der hieß Helmut Haas und der hat das erfunden. Der hat nämlich rausbekommen, dass wenn du eine Delay-Zeit einstellst und die ist unter 30 Millisekunden, halt ich muss sie auf Millisekunden, dann wird sie nicht als Wiederholung wahrgenommen. Okay, und das können wir uns zunutze machen. Also alles, was unter 30 Millisekunden ist, wird nicht als Wiederholung wahrgenommen und deswegen können wir uns das zunutze machen, um unsere Gitarre fetter zu machen. Ich habe jetzt hier, das ist eine Stereospur, die Gitarre, geschickterweise. Und ich nehme jetzt hier einfach mal 14 Millisekunden und hier nehmen wir mal 24. Ja, wir sind also unter 30 Millisekunden. Und pass mal auf, was passiert, wenn ich jetzt dieses vermeintliche Delay, was so kurz eingestellt ist, dazu schalte. Ich lasse es erst aus und mache es dann an. Du hörst also, die Gitarre klingt wesentlich breiter. Ja, und das ist nichts anderes als ein Delay-Effekt. Aber weil er unter 30 Sekunden ist, nimmt es das Ohr nicht als Wiederholung wahr. Wenn ich jetzt hier über 30 Sekunden gehe, nimmst du es als Wiederholung wahr und es klingt komisch. Aber unter diesen 30 Millisekunden kannst du deine Gitarre ruckzuck breiter machen. Hören wir es mal im Gesamtmix an. Also ein beeindruckender Effekt, mit dem du auch innerhalb kürzester Zeit eine Gitarre breiter machen kannst, zum Beispiel, wenn du keine gedoppelten Gitarren aufgenommen hast. Kommen wir zu Tipp Nummer 3, wie du deine Gitarre breiter machen kannst und das ist über das Detuning. Ich habe jetzt hier bei dieser Gitarre für diesen dritten Tipp einen Send angelegt. Ich kann es hier mal auf Einzelspuren machen, dann ist es übersichtlicher. Und dieser Send geht jetzt hier in den Overdrive rein. Das habe ich nur gemacht, um die Gitarre noch ein bisschen mehr anzuzerren. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Bus 2, das ist ein Aux, da kommt ein Overdrive dazu. Und dieser Bus 2 geht jetzt in Bus 3. Und da habe ich 2 Kanäle angelegt. Ja, 2 unterschiedliche Kanäle, die das gleiche Routing haben. Beide sind Bus 3. Und was ich jetzt hier gemacht habe, das ist so ähnlich wie der Split Harmonizer Effekt, den ich auch schon mal gezeigt habe, ist, ich habe den rechten und den linken Kanal verstimmt. Und zwar nicht um Semitöne, sondern nur um Sense, also sehr leicht verstimmt. Ja, den einen Kanal, den habe ich ganz nach links gepannt, das siehst du hier. Den habe ich um 9 Cents runtergestimmt und den anderen, diesen hier, den habe ich nach ganz rechts gepannt und habe ihn um 9 Cents hochgestimmt. Und um zu hören, was passiert, wenn ich diese Kanäle hier verstimme, also detune, lasse ich das jetzt mal solo laufen einfach.
Ja, du hörst jetzt nur den Effekt, also nur diesen Detune-Effekt. Der ist erst aus und dann an. Ja, dadurch, dass ich die Gitarre verstimmt habe und gedetuned habe, also das ist das Gleiche, dass ich sie verstimmt habe und nach links und nach rechts gepannt habe, ich habe das Signal also gesplittet, bekomme ich sie auch nochmal wesentlich breiter. Du hörst das im Gesamtmix jetzt sehr beeindruckend. Wenn wir den Gesamtmix laufen lassen, ich lasse es nochmal aus erst. Also auch mit dem Detuning, über das Detuning und das Signal zu splitten, links und rechts zu verstimmen, kannst du eine einzige Gitarre in die Breite ziehen und fetter wirken lassen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 4 und der geht ums Gitarrensolo. Um einen guten Ton fürs Gitarrensolo zu bekommen, ist es natürlich zunächst mal wichtig, dass das Solo mit Effekten oder so wie der Gitarrist es eingespielt hat, dass es einfach schon mal gut klingt. Aber viele haben mich gefragt, ich weiß nicht, was ich dann mit diesem Gitarrensolo eigentlich anstellen soll. Und deswegen zeige ich dir, wie ich es jetzt mache. Also die Gitarre, diese Solo-Gitarre, die klingt jetzt schon richtig gut so. Klingt gut, ich brauche hier keine Kompression oder EQ-technisch irgendwas zu machen. Aber wir wollen einfach ein bisschen Räumlichkeit geben und wir wollen sie ein bisschen spannender machen. Zunächst mal versuche ich das mit Räumlichkeit zu machen. Ich lade hier auch, weil es eine Solo-Gitarre ist, wieder mein RC48 Hall rein. Und dann nehmen wir einfach mal so ein Medium Hall oder Medium Hall und Echos können wir auch machen. Ich gehe hier wieder auf Mix, weil es direkt im Kanalzug ist. Und versuche mal ein bisschen rumzuspielen oder vielleicht passt es auch schon, ob ich hier ähnlich wie beim ersten gezeigten Tipp die Gitarre so ein bisschen größer bekomme. Das ist ja natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel, aber lassen wir es erstmal so. Der zweite Effekt, der helfen kann, das Gitarrensolo spannender zu machen, ist oft ein Delay. Ich nehme hier mal mein Lieblingsdelay von Baby Audio, das Comeback Kit. Und jetzt lassen wir es mal in den Grundeinstellungen und hören mal, wie das so klingt. Das ist direkt im Kanalzug jetzt. Okay, ist jetzt ein bisschen viel zunächst mal. Das kann ich hier runterdrehen. Es ist auch, das Delay ist zu langsam oder der Wert hier. Ich gehe hier mal auf Achtel. Ich gehe auf einen punktierten Wert, der oft die Delays auch spannender macht, auch beim Gesang, aber gerade auch beim Gitarrensolo. Ich habe hier noch verschiedene Kolorationsmöglichkeiten bei diesem Delay jetzt, weil das relativ komplex ist, zum Beispiel mit Bandsättigung oder so. Da spiele ich jetzt auch nochmal ein bisschen rum und probiere jetzt die Gitarre ein bisschen spannender zu machen, ein bisschen unruhiger zu machen, indem ich das Delay so einstelle, dass es nicht zu auffällig ist, aber doch ein bisschen Unruhe in das Solo hier bringt. Mit diesen beiden Effekten kannst du deinen Gitarren-Solo-Sound meiner Meinung nach schon massiv verbessern. Und damit geht's weiter zu Tipp Nummer 5. Hören wir uns zunächst mal das Tipp Nummer 5 Beispiel an. Gut, hören wir uns mal die beiden Gitarren hier an. Ich schalte mal den Loop hier nach dort. Wie klingt dann die Sache jetzt hier? Ich kann sie mal pannen, aber es fällt schon eins auf. Mal ganz kurz gepannt anhören. Es fällt eine Sache auf und die ist, dass die Gitarren vom Sound her, also beide Gitarren klingen sehr ähnlich.
Und was du jetzt machen kannst, ist, und darum geht es in diesem Tipp Nummer 5, gedoppelten Gitarren ihren eigenen Platz jeweils im Frequenzspektrum zu schaffen. Das ist sehr wichtig, ansonsten klingt das so ein bisschen komisch oder wie so ein großes Mono. Auch wenn die Gitarren hier gedoppelt sind, klingt das so ein bisschen matschig und irgendwie so ein bisschen einfältig. Also du hörst keinen definierten Sound raus und das ist ein bisschen seltsam. Ich lasse die nochmal beide laufen. Die sind jetzt beide in der Mono-Mitte und das ist auch sehr gut, wenn du mit dem Equalizer arbeitest und mit Frequenzen, dann ist es sehr gut, wenn du Mono abmischst, denn da kannst du viel genauer hören, was deine Bearbeitungen bewirken und auch, ob der Mix in sich zusammenfällt bei irgendwelchen EQ-Bearbeitungen, wenn du da irgendwelche Phasenschweinereien anstellst. Also, was ich bei den Gitarren hier rausgefunden habe, habe ich vorher schon mal gemacht, aus Zeitgründen, ist, dass diese Gitarre hier gerade bei 4K ganz gut kommt, dass die perkussiven Anschlagsgeräusche hier ganz gut rauskommen. Und ich glaube, die war auch bei 500 so ein bisschen nasal. Sie klingt aber so ähnlich wie diese. Ich zeige dir gleich, um was es geht. Wir schalten mal diese EQ-Bearbeitungen jetzt zu bei Gitarre 1. Erst ohne, dann mit. Also ich habe jetzt hier versucht, die Anschlagsgeräusche hier ein bisschen besser rauszuholen. Und bei dieser Gitarre habe ich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe also hier bei 4K die Gitarre ein bisschen runtergezogen und habe sie bei 200 ein bisschen angehoben, wo ich die andere runtergezogen habe. Das nenne ich komplementäre EQ-Bearbeitung. Das ist bei gedoppelten Gitarren, die sehr ähnlich klingen oder genau die gleichen Soundeinstellungen haben, sehr effektiv. Ich senke also die Frequenzen, die ich bei der einen Gitarre anhebe, bei der anderen ab und andersrum genauso. Und dadurch kannst du diese Gitarren ein bisschen besser voneinander trennen. Hören wir uns das jetzt mal bei beiden Gitarren an, erst ohne und dann mit EQ-Bearbeitungen. Es ist jetzt nicht so der Wahnsinnsunterschied zu hören, aber ich finde, die Gitarren setzen sich doch deutlich besser voneinander ab mit dieser komplementären EQ-Bearbeitung. Und damit geht es weiter zu Tipp Nummer 6. Wir haben die Gitarren durch das komplementäre EQing jetzt ganz gut auseinandergebracht. Allerdings gibt es einen wesentlich besseren Schritt und das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Wie kann ich den Gitarren im Refrain oder im Chorus mehr Dynamik verleihen? Das kannst du über Automation ganz gut machen. Ich meine, es gibt natürlich viele Wege, aber das ist einer davon. Ich habe jetzt hier schon mal eingestellt, siehst du in der Automation, siehst du hier das Panning, das heißt, wo die Gitarren sind. Jetzt sind sie beide in der Stereo-Mitte, in der Mono-Mitte. Das bringt uns nicht so viel. Ich schiebe die, verteile die mal ein bisschen nach links und nach rechts. Der Gag ist aber, dass du die Gitarren, wenn der Chorus einschlägt, dann in die Breite ziehst. Ich mache es mal ganz extrem und ziehe die mal ganz weit nach rechts und nach links. Und dann hörst du, dass der Refrain, das ist jetzt kein richtiger Refrain hier, weil es ein Instrumental ist, dann hörst du, dass der Refrain viel extremer einschlägt und viel größer wirkt, wenn die Gitarren, diese beiden gedoppelten Gitarren im Refrain auf einmal weiter in die Breite gezogen werden. Tipp Nummer 7. Weiche Kompression bei akustischen Gitarren. Was soll denn da schon wieder sein? Hören wir mal rein. Schöne akustische Schrammelgitarren und jetzt machen wir es zunächst mal so, dass wir diese erste Gitarre hier, die eigentlich fast das gleiche spielt wie die zweite, dass wir versuchen, die zu komprimieren, weil dieser Upbeat ist im Verhältnis zu den leiseren Anschlägen doch ein bisschen laut. Ja? Ich bin mal stinkend faul und nehme mir einfach hier ein Preset raus, das stelle ich jetzt noch ein bisschen nach. Ziel ist, diese lauten Anschläge ein bisschen runter zu bekommen durch die Kompression und die leiseren Teile ein bisschen anzupassen, sodass wir nachher ein etwas gleichmäßigeres akustisches Akustik-Gitarrensignal haben. Okay? Das ist jetzt ganz gut gelungen. Allerdings finde ich, dass man diese Kompression bei akustischen Gitarren immer irgendwie hört. Das hängt damit zusammen, dass man relativ lange Attack-Zeiten wählen muss, weil man sonst die Drums zerdröselt, ja, zerhaut.
Und ich finde, das ist sehr schwierig einzustellen, dass diese Kompression unauffällig einschlägt sozusagen. Und deswegen gibt es die weiche Gitarrenkompression, akustische Gitarrenkompression, und die funktioniert nach einem anderen Prinzip. Ich stelle hier nochmal meine akustische Gitarre ein, genau der gleiche Kompressortyp. Was ich jetzt allerdings mache, ich glaube, hier war ich ein bisschen weiter drunten, hier auch. Was ich jetzt allerdings mache, ist, ich drehe die Ratio ganz runter und die Threshold ganz runter. Wenn ich jetzt die Kompression anmache, wirst du erstmal nichts hören. Was ich jetzt allerdings mache, ist, dass ich die Ratio oder Ratio ganz leicht nach oben fahre und dass die Gitarre dann komprimiert wird bei einer Threshold, die bei minus 50 dB festgelegt ist. Das heißt, es wird alles komplett komprimiert natürlich. Und durch diese sehr kleine oder ja, diese sehr niedrige Ratio wird es aber nicht stark komprimiert, sondern es ist relativ unauffällig. Es wird aber immer komprimiert. Und dadurch kann ich hoffentlich jetzt diese Kompression unauffälliger gestalten. Machen wir das mal hier bei der gedoppelten Gitarre. Zu viel, ne? Also die Kompression ist jetzt dauerhaft am Arbeiten bei einer sehr tief angelegten Threshold, also die ganze Zeit, und bei einer sehr geringen Ratio, und dadurch wird diese Kompression wesentlich unauffälliger. Machen wir das mal im Vergleich jetzt mit der anderen Gitarre. Du hörst also hier oder siehst hier den Kompressor von der ersten Gitarre, die ein bisschen was anderes spielt, und dann schalten wir um zu der anderen Gitarre und dann hör mal, welche Kompression dir besser gefällt. Ich finde, bei der weichen Kompression ist es nicht so auffällig und die Gitarre eiert nicht so. Und ich finde, bei der normalen Kompression, vielleicht kann es auch jemand besser als ich, bei der normalen Kompression hörst du immer, speziell wenn die ersten Strums kommen, wann der Kompressor greift. Und das ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Mit dieser weichen Kompression kannst du trotzdem ein gleichmäßigeres Gitarrensignal bekommen von der akustischen Gitarre. Aber es ist nicht so auffällig, dass hier ein Kompressor eingesetzt wird und es eiert einfach nicht so. Und damit geht's weiter zum nächsten Tipp. In diesem Tipp geht es um cleane, um unverzerrte Gitarren. Wie kann ich so einer cleanen, unverzerrten Gitarre mehr Tiefe verleihen, bin ich öfter gefragt worden. Und das geht sehr gut mit einem Flanger. Oft wird ein Chorus auf Gitarren eingesetzt, wird sehr oft damit gearbeitet. Was oft verkannt wird, ist aber, dass ein Flanger genauso gut oder teilweise sogar noch besser eine Gitarre in die Tiefe bringen kann, also eine cleane Gitarre in die Tiefe bringen kann, in den Mix drücken kann und sie weicher und angenehmer machen kann. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir hören uns das nächste Beispiel hier direkt an. Klingt ein bisschen trocken, klingt ein bisschen dünn, keine wirklichen Effekte drauf, außer Kompression war, glaube ich, drauf und EQ, die habe ich jetzt schon runtergebounced. Das klingt jetzt nicht so super, super cool und ist auch schwierig in den Mix zu integrieren. Deswegen holen wir uns jetzt einen Flanger. Das ist ein Modulationseffekt, so ähnlich wie ein Chorus. Was wichtig ist zu wissen, so ein Flanger-Effekt ist immer unterschiedlich aufgebaut. Ich habe jetzt hier 4 Regler in so einem Pedalboard. Von der Gitarre oder so einer Tretmine gibt es manchmal auch nur 2 Regler. Wichtig sind vor allem Rate und Intensity. Über die Rate legst du die Geschwindigkeit des LFO-Filters fest und über die Intensity legst du fest, manchmal wird es auch Depth genannt, also Tiefe der Regler, wie intensiv dieser Effekt hörbar ist. Ich schalte ihn jetzt hier mal zu direkt und probiere mal, ob ich hier eine Einstellung kriege, dass ich die Gitarre nicht ganz so spitz kriege und ein bisschen spannender und vor allem, dass ich ihr mehr Tiefe geben kann. Darum geht es jetzt hier. Normal erst nochmal. Thank you.
klingt schon so ein bisschen verschickt, so ein bisschen mystisch, ein bisschen sphärisch. Aber sie klingt nicht mehr ganz so spitz, nicht mehr ganz so langweilig. Sie klingt schon spannender. Du musst aufpassen mit dem Rate-Wert, den darfst du nicht zu sehr nach oben drehen, sonst passiert das. Ja, also mit dem Rate-Wert musst du relativ weit unten bleiben, sonst klingt es schnell komisch. Aber so war es jetzt ganz gut. Jetzt kann man natürlich noch weitermachen, indem man ein Delay dazu schaltet. In diesem Fall ist das jetzt ein Stereo-Delay. Also du hörst schon, in welche Richtung das gehen kann. Für solche mystischen Soundwelten oder sowas eignet sich dieser Flanger hier ganz gut. Und ich kann jetzt natürlich auch noch einen Hall dazu schalten, um das Ganze noch ja, breiter, noch tiefer zu bekommen. Sehr spannend, gefällt mir persönlich sehr gut, dieser Effekt. Und damit geht's weiter zu Tipp Nummer 9. Tipp Nummer 9 ist ein Equalizer-Tipp und ist auch eine Frage, die ich in letzter Zeit sehr, sehr oft gestellt bekomme. Und zwar geht es um virtuelle Amps. Heutzutage ist es oft so, dass über virtuelle Amps, also über Amp-Simulationen, die Gitarren eingespielt werden. Und da habe ich oft die Frage bekommen, wie EQt man den? Oder muss man virtuelle Amps bei Presets zum Beispiel noch ein EQ einstellen? Das kommt jetzt darauf an, es kommt sehr stark auf den Amp an. Aber es gibt eine Sache, die sehr oft Probleme verursacht bei virtuellen Amps. Hören wir mal hier in dieses Beispiel rein. Klingt noch ein bisschen komisch, weil der Mix ist noch nicht fertig. Hören wir jetzt mal nur diese beiden Gitarren hier an. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber das ist ein Paradebeispiel für das Problem oder für die Probleme, die viele virtuelle Amps verursachen. Und das ist dieses Hiss-Geräusch, dieses Sch-Geräusch in den Höhen. Ich kann es dir mal anheben hier. Ist jetzt natürlich völlig übertrieben. Aber in diesem Bereich ab 6, 7, 8.000 Hertz verursachen solche Amp-Simulationen oft Probleme und ein unangenehmes Rauschgeräusch. Ich weiß nicht, warum es so ist, da müsst ihr die Entwickler von diesen Amps fragen, aber sehr, sehr oft ist es so, dass da Probleme entstehen. Und ich zeige dir jetzt mal den krassen Unterschied. Ich finde, hier hört man es richtig gut, wenn ich jetzt einfach hier abschneide. Also in diesem Fall waren es um die 7.000, 8.000 Hertz, habe ich jetzt abgeschnitten und hör mal, wie krass besser die Gitarren dann gleich werden oder wie viel angenehmer. Und hörst du, wie deutlich dieser Hiss oder dieses komische Störgeräusch weg ist, wenn ich hier diesen High-Cut-Filter einsetze bei ungefähr 8K. Du siehst also, die Arbeit mit dem Equalizer ist auch beim Gitarre-Abmischen unglaublich wichtig und nicht nur da, sondern auch im Gesamtmix, denn auch hier gibt es Frequenzen, die Probleme im Mix verursachen können. Genau genommen sind das 6 Problemfrequenzen, die deinen Mix zerschießen können und die solltest du kennen. Wenn du das möchtest, dann lad dir das PDF runter, das ich im ersten Kommentar angepinnt habe. Da stelle ich dir genau diese 6 Problemfrequenzen vor. Also unten im ersten Kommentar kannst du das runterladen. Wenn du dich fürs Gitarre abmischen interessierst, noch mehr Videos darüber sehen möchtest, dann schau dir einfach eines dieser beiden Videos an. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar oder über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!